Also, wenn das Ding auf 300 Tiefe ist, dann wird es kein normales Schiff sein. Charlie 1, ja. Und jetzt haben wir auch unser eigentliches U-Boot, Feind-U-Boot, und es ist sogar schon in Sicht. Also, wir sind ziemlich nah dran. Bedeutet, wir gehen mal auf Gefechtsstation und schicken mal ein Geschenk rüber zu Charlie 1. Noisemaker ist platziert. Wir erhöhen die Geschwindigkeit. Tauchen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video und damit zu einer weiteren Let's Play Serie höchstwahrscheinlich, nämlich Cold Waters, einem Unterwasser-U-Boot-Simulationsspiel, wenn man so mag. Wie man schon sehen kann, mit einigen U-Booten, einigen Schiffen und Flugzeugen, alles ist dabei. Und ich habe mir das Spiel mal angeschaut, das ist schon eine ganze Weile draußen, seit jetzt über einem Jahr circa. Und ich finde es mega, ich bin so und so der Fan von so Panzer und auch Schiffen generell. Und deswegen, wieso nicht, wir probieren es einfach mal aus, das Spiel ist ein bisschen komplexer. Ich versuche euch es aber langsam zu erklären, in der Kampagne, die gar nicht mehr so einfach ist auf andere Seite, aber egal. Im Nordatlantik 1984 die erste Kampagne so gesehen, die wir spielen. Und da geht es auch schon los mit unserer Los Angeles Klasse, unserem nuklearen Kampf-U-Boot, wenn man so mag. Und das Spiel ist komplett auf Englisch, bedeutet, ich versuche euch immer die wichtigsten Themen und so näher zu bringen. Zum Beispiel hier. Und zwar gibt es unseren neuen Präsidenten, den Ronald Reagan, der mal ein kalifornischer Gouverneur war. Ob das so gut ist? Naja, er war mal Demokrat. Weiß man ja nicht, ne? Das hier jetzt am Anfang ist so ein bisschen die Vorgeschichte, beziehungsweise das, was dann später zu unseren Kampfsituationen beiträgt. Und hier ist zum Beispiel ein Tod von einem Sekretär bei den Ostkollegen, bei der Roten Armee quasi, das, was für Debatten sorgt. Dann sieht man jetzt hier schon, das Ganze spitzt sich so ein bisschen zu, weil Reagan jetzt eine Verteidigung schon aufbaut, weil er schon das ahnt. Dann gibt es einen Abschuss von der Sowjetunion, die anscheinend ein koreanisches Passagierflugzeug abgeschossen haben. Auch nicht ganz so nett. Und letztendlich reagiert die NATO mit Pershing-Raketen in Westdeutschland. Daraufhin merken das natürlich die Sowjets und versuchen entsprechend zu reagieren. Letztendlich gibt's Krieg. Das war die Kurzgeschichte, wenn man so mag. Und damit auch unseren ersten Einsatz. Mit der USS Augusta wurde sie genannt. Mit der Schiffsnummer 710. Und zwar sind wir im Moment in Loch angedockt und haben folgenden Befehl am 15. Dezember 84 um 0300 erhalten. Nämlich, es sind anscheinend einige U-Boote unterwegs und die versuchen in den Nordatlantik durchzubrechen. Und das in den nächsten Tagen. Sie versuchen Versorgungskonvois abzufangen, die Richtung Europa unterwegs sind. Gut, wir sollen die feindlichen Cruise Missile Submarines, also U-Boote, ausschalten, haben sonst keine weiteren Ziele. Wir sollten am besten unentdeckt bleiben, haben Freigabe auf die entsprechenden Ziele und halten Funkstille. Okidoki, ich würde sagen, los geht's. Wir müssen jetzt erstmal so auf der strategischen Karte uns platzieren, fahren von unserem Hafen los und schauen, dass wir uns entsprechend platzieren. Die Frage ist nur, wo? Die versuchen in die norwegische See aus- oder aufzubrechen. Von dem her werden wir uns hier platzieren. Bei der norwegischen See. Ich glaube, diese U-Boote sind gemeint. Der versucht gerade da durchzubrechen. Wir gehen mal auf Kollisionskurs. Unsere Tiefe ist derzeit 600 Fuß. Wir haben einen Kontakt auf 116 Sierra 1 gemeldet. Hoffentlich ist es das U-Boot, was gemeldet ist oder was wir ausschalten sollen. Wir bewegen uns derzeit auf 64, unsere Geschwindigkeit ist 20 Knoten. Wir gehen auf Gefechtsstation, alles klar. 116 wurde der Kontakt gemeldet. Auf Sonar. 149. Wir haben jetzt oben unser Navi quasi. Haben hier unser Conditions-Fenster, also die Umgebungseinflüsse, wie zum Beispiel die Lautstärke umrum.
die auch wichtig ist, zum Beispiel um herauszufinden, wie laut wir unser U-Boot bewegen dürfen. Weil wir haben ja Sonar, wir haben Radar und so weiter. Oh, wir haben direkt in der Nähe einen Kontakt, wir gehen mal leiser. Funkstille. Also Funkstille, ich meine nicht Funkstille, sondern ultra leise Stufe. Taucht, Sierra 2 taucht. Con Sonar, Sierra 1 is classified as Biologic. Biologic, wir haben einen Blauwal gesichtet. Mega. S1 ist ein Blauwal. Haha. Okay. Con Sonar, new contact. Contact S4, wir haben lauter Kontakte jetzt gerade. Die scheinen nicht allein zu sein, die guten. Wir versuchen jetzt die Kontakte hier in dem Sonar zu identifizieren. Was nicht ganz einfach ist, weil wir haben hier unsere Profile, die eben Schiffe und Geräusche abspeichern. Und wir haben jetzt hier unsere Frequenzen, die wir empfangen eben, also Lautstärken. Und da müssen wir jetzt herausfinden, ob es eben ein Kontakt ist, also ein Feind, oder ein Blauwal oder ein Fischerboot oder ähnliches halt, oder was für eine Art von Schiff ist es eben, um eben unsere Chancen auf Treffer zu erhöhen. Und das versuchen wir gerade, was nicht ganz einfach ist, weil wir müssen jetzt die ganzen Profile durchgehen und schauen, welches davon am besten passt. Das ist jetzt die Fleißarbeit zu Anfang. Wenn man natürlich näher rankommt, dann werden diese Profile komplett, also wenn das Signal stark genug ist, wird das Profil auch erkannt. Aber so wie wir jetzt haben, ist es hier ein bisschen schwach. Aber wir sind ziemlich sicher, dass es hier das ist. Sierra 4 is classified as merchant. Also höchstwahrscheinlich ein Überwasserschiff der Feindkontakte. Wir suchen aber U-Boote. Bedeutet, das ist nicht unser Ziel. Wir schauen auf Kontakt S5. Kontakt S5 hat schon eine ganz andere Signatur. Da versuchen wir jetzt herauszufinden, ob das hier das U-Boot ist. Wir gehen schon mal auf U-Boot-Signaturen. Das schaut mir schon eher danach aus. Wir haben aber noch keine hundertprozentige Übereinstimmung mit den Lautstärkelinien quasi. Ah, was war das? Ne, passt nicht. Da hatten wir jetzt gerade eins. Das ist nah dran, aber ist es nicht, weil hier das nicht übereinstimmt. Und schon leichte Lautstärkeunterschiede könnten etwas ganz anderes bedeuten. Von der Maschine quasi. Von dem Boot. Wir haben doch ein S2 in der Nähe. Ich will zuerst mal S2 rausfinden, was das ist. Wir haben nämlich da schon eine Feuerleitlösung zu 59% berechnet. Wenn wir herausfinden, was das für ein Schiff ist, kriegen wir vielleicht noch eine bessere hin. Na. Nein. Nein. Nah dran, aber schwierig. Merchant wäre das dann bei S2. Könnte hinkommen. Wir müssen aber auftauchen, um das zu bestätigen eigentlich. Wir nehmen erstmal die Vermutung hier auf. Ich kann es nicht 100% bestätigen. Con Sonar Sierra 2 is classified as merchant. Bedeutet einfach nur, dass wir jetzt, wir schauen mal, wie tief wir sind. Ja, das, was? Der ist auf 300er Tiefe, dann ist es sicher kein Merchant. Dann stimmt es hier nicht. Also, wenn das Ding auf 300 Tiefe ist, dann wird es kein normales Schiff sein. Charlie 1, ja. Und jetzt haben wir auch unser eigentliches U-Boot, Feind-U-Boot, und es ist sogar schon in Sicht. Also, wir sind ziemlich nah dran. Bedeutet, wir gehen mal auf Gefechtsstation und schicken mal ein Geschenk rüber zu Charlie 1. Noisemaker ist platziert. Wir erhöhen die Geschwindigkeit. Tauchen. Wir verfolgen jetzt mal unseren Torpedo, denn das ist einer mit aktiven Sonarmöglichkeiten. Wir haben im Moment nur dieses eine Schiff mit Feuerleitlösung in der Reichweite, deswegen ist es auch rot markiert und deswegen haben wir hier die Soll 95%. Das bedeutet, unsere Feuerleitlösung ist quasi vollständig berechnet. Da, unser schicker Torpedo bewegt sich jetzt bis dahin. Dann, ja, wir empfangen auch die Passiv-Sonarfrequenzen, wie man gerade hört. Ja, unser Torpedo ist auf dem Weg zu diesem Punkt. Dann schaltet er sich normalerweise in Aktivsonar mit Schlangenlinienmuster. Das könnten wir hier nämlich einstellen. Hier Weapon Search.
Und wir können ihn selber steuern, das ist das Coole, wenn wir langsam genug sind. Ja, jetzt hat er auch eine Zielerfassung. Wir sehen, dass der Feind Täuschkörper ins Wasser gesetzt hat, die Noisemaker, die ich hier auch gesetzt habe. Ja, ich merk's gerade. Ich steuere jetzt den Torpedo selber. Der würde jetzt normalerweise Schlangenlinien fahren, aber ich weiß ja, wo der Kontakt ist. Okay, er hat ein Ziel erfasst. Das sehen wir jetzt aber nicht mehr, weil er nicht mehr 95% in der Feuerleitlösung berechnet wurde. Wir können jetzt nur noch den Einschlag abwarten. Er hat auf jeden Fall ein Ziel, weil er rot leuchtet. Ah. Er hat ein Ziel. Bedeutet, ja, das müsste auch stimmen. Ja, der Noisemaker wurde gerade abgesetzt. Aber wir haben Explosionen im Wasser. Ja, und jetzt haben wir eine Sicherheit, Gewissheit, dass das U-Boot sinkt. Also das U-Boot geht unter. Also ist Sierra 2 in dem Fall ausgeschalten worden. Ein U-Boot, ein Kampf-U-Boot von vielleicht mehreren. Das wird sich jetzt dann herausstellen. Wir brauchen weiteren Kontakt. Sierra 3 ist zu 81% berechnet. Wir wurden noch nicht entdeckt, glaube ich, weil es wurde auf uns noch nichts abgeschossen. Sierra 3 brauche ich mal eine Signatur. Wir gehen auf 5 Knoten. Dann haben wir wieder hier unsere richtige Sonaraktivität auf dem Bildschirm. Blauwall. Okay, S3 ist ein Blauwall. Damit müssen wir den schon mal nicht bekämpfen. Sierra 4 haben wir wieder auf dem Radar, ist aber zu weit weg. Ist auch angeblich ein Überwasserschiff, ne? Das müsste stimmen. Ja, ist über Wasser. Sehen wir hier. Ist auch okay so, weil wenn der unter Wasser wäre, wie gerade eben, dann stimmt das nicht ganz mit der Signatur, die ich da eingestellt habe. Da kann eben, wie gesagt, ein kleiner Lautstärkenunterschied schon ausschlaggebend sein. So, und wir haben jetzt hier noch S5. Wenn wir wissen, dass S1 und S3 Blauwall sind und S4 über Wasser, haben wir noch S5 über. Dann fahren wir mal jetzt ein bisschen zu dem. Erhöhen die Geschwindigkeit und versuchen damit den Kontakt ein bisschen genauer zu kriegen. Hier sieht man jetzt, die Feuerleitlösung wird weiter berechnet. 58 haben wir jetzt schon. Wir können immer nur natürlich die Passiv-Radarsignale empfangen. Wenn wir auf Aktiv-Sonar gehen, also das Sonar quasi erweitern, dann würde es lediglich dazu führen, dass wir entdeckt werden. Wir könnten dann zwar für kurze Zeit schießen, aber naja. Gut, ich tue jetzt mal in unsere erste Kammer eine Rakete laden. Und zwar wegen dem Überwasserkontakt, den wir da haben. Den unsere Feuerleitlösung ist schon auf 70% gestiegen. Wir kommen nämlich unserem Ziel näher. Wir haben eine Feuerleitlösung. Trawler. Das ist nur ein Trawler. Damit sollten wir ihn nicht abschießen, glaube ich. Wir tauchen mal kurz auf, um das auch zu bestätigen. Gehen auf Periskoptiefe und schauen, ob das stimmt. Sierra 6 auch als Kontakt. Wir schauen jetzt gleich über Wasser, ob wir da mehr rausfinden können. Ja, da hinten haben wir was. Sind wir schon auf der Tiefe? Ja, 45. Periskop hoch und dann schauen wir mal. Ja, das ist nur ein Troller. Das ist nur ein Troller, das ist nicht abzuschießen, meiner Meinung nach. Wir haben aber nur ein U-Boot bisher versenkt. Das war aber auch eigentlich nur unsere Aufgabe, ne, glaube ich. Bisher. Der Merchant nähert sich. Hinter uns. Möglicherweise hat er uns Downscope. Aus welcher Richtung kommt der hinter uns? Ja. Downscope. Upscope. Das ist nur ein Schiffchen. Ein ganz normales Transportschiff, was sich uns nähert. Nichts Gefährliches. M6 haben wir auch noch. M6, jetzt die Frage, was ist M6? Ich glaube, wir haben das Thema durch. Ich glaube, es gibt keine weiteren U-Boote mehr. Das war das Einzige,
Da das sind jetzt Handelsschiffe und sonst nichts Großes. M6 müssten wir noch herausfinden. M6 Kontakt noch nicht bestätigt. Signatur. Wir prüfen die Signatur vom Kontakt M6. Ziehen mal unser Teleskop ein. Ja, das ist es. Khan Sonar Master 6 is classified feindlich. As submerged submarine. Feindliches U-Boot M6 Foxtrot gesichtet. Okay, alles klar. Wir gehen auf Tiefe, tauchen auf 200. Make depth 200 feet, dive by. Gut, damit wissen wir, dass mindestens noch ein feindliches U-Boot in der Nähe ist. Khan, dive at 200 feet. Und das U-Boot, was in der Nähe ist, ist im Moment oben auf quasi fast auf Land. Deswegen tauchen wir noch etwas tiefer, damit unsere Lautstärke nicht auf Oberwasser quasi übertragen wird. Da scheint sich das Wrack von S2 anzuschauen, nehme ich an. Wir bewegen uns jetzt Richtung M6. Torpedos sind bereit. Gut. M6 nähert sich. Feuerleitlösung ist noch nicht komplett berechnet. Wir haben noch kein sicheres Ziel. Sind aber auf Kollisionskurs mit dem Blauball, wie scheint. Mehr oder weniger. Gut, M6 ist oben. Ja, ich sehe. Ist es. Das ist, glaube ich, der Blauball, ne? Ja, das ist der Blauball. Der ist sauschnell. Und der M6, unser Foxtrot-Ziel, ist hinter dem Blauball und nähert sich. Wir müssen uns bereit machen. Für den Fall der Fälle. Für Täuschkörper, ähnliches. Wenn wir eine richtige Feuerleitlösung haben. 76%. 78. Wir wissen nicht, ob er uns schon sieht. Wir gehen mal auf Ultra Quiet. Sehr leise, damit er uns nicht identifizieren kann. Nicht bevor wir ihn nicht haben. Ist nur ein Trawler. Habe ich den falsch identifiziert? Okay, damit glaube ich, sind wir dann fertig. Ja, das ist nur ein kleiner Trawler. Mein Gott, also das mit dem Identifizieren beim Sonar muss ich noch rausfinden. Hallo. Guten Tag. Gut, damit haben wir es eigentlich geschafft. Dann ist es nur der eine gewesen. Dann gehen wir mal aus dem Combat raus. Haben einmal einen Charlie 1 versunken, also ein U-Boot. Excellent job on intercepting and destroying this high priority target. New orders to be issued shortly on this downlink. Perfekt. Ja, anscheinend war es nur das eine einzige U-Boot, was wir zerstören mussten von dem Feind. War auch ganz gut. Wir wurden ja kaum entdeckt. Und von dem her ist es doch schon mal ein ganz gutes Thema. Mal schauen, wie es weitergeht. Anscheinend wurden die Konvois seltener überfallen von Feinden. Ziemlich gut, anscheinend wegen uns. Okay, alles klar. Und wir haben schon die nächste Mission für uns über, die wir uns dann im nächsten Video etwas genauer anschauen werden, nehme ich an. Dort werden wir uns dieser Mission hier widmen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.